Willkommen beim Espresso to go mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Heute geht es um das Ergebnis des Vermittlungsausschusses zum Klimapaket. Vermittlungsausschuss vermittelt zwischen Bundestag und Bundesrat, wenn die sich nicht einig sind. Und das ist per se eine gute Sache. Aber was sie beim Klimapaket vereinbart haben, das ist schlichtweg Unsinn. Denn es macht die Sache nur teuer und bringt dem Klima nichts. Denn im Vermittlungsausschuss haben die Grünen durchgesetzt, dass zusätzlich die sogenannte CO2-Bepreisung steigen soll. Was ist das? Bepreisung klingt ja erstmal nach Markt, aber in Wahrheit ist es eine Mogelpackung. Es ist bloß eine neue Steuer. Denn der Staat legt einen Preiszuschlag obendrauf, zum Beispiel auf Sprit fest, und er sagt zu 100%, wie hoch der ist, und er kassiert. Also das ist eine Steuer. Und das ist nicht nur eine neue Steuer, sondern man hat jetzt im Vermittlungsausschuss beschlossen, dass die auch noch erhöht wird, bevor sie das erste Mal erhoben wurde. Das wäre noch in Ordnung, wenn es dem Klima wenigstens was bringen würde. Nur das führt zu überhaupt keinen Lenkungswirkung, weil wer jetzt mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, der wird auch in Zukunft mit dem Auto zur Arbeit fahren, nur mehr dafür bezahlen. Jetzt sagen natürlich einige, ja, aber die Leute kriegen doch das zurück über die Pendlerpauschale. Was für ein Irrsinn. Wenn das so wäre, wäre es ja nur linke Tasche, rechte Tasche. Heute wissen wir schon, dass die Menschen mit mittlerem Einkommen und kleinem Einkommen mehr bezahlen werden, als sie zurückbekommen. Und das sind natürlich genau die Leute, die sich jetzt nicht einfach immer das neueste Auto kaufen können. Und es ist auch viel zu teuer, dafür dann beispielsweise in die Stadt umzuziehen, um sich den Weg zur Arbeit zu sparen. Das wäre auch gar nicht gut, weil wenn jetzt noch mehr Menschen in die Städte ziehen würden, würden da die Mieten immer weiter steigen. Also kein gutes Paket. Und deshalb bleiben wir dabei, das bessere System wäre ein fester CO2-Deckel und eine Steuerung der Preise über den Markt. Deshalb ruhen meine persönlichen Hoffnungen jetzt voll und ganz auf Europa. Die neue Kommissionspräsidentin hat gesagt, sie will die Klimapolitik zu ihrem Schwerpunkt machen. Noch ist ein bisschen unklar, was sie meint, aber auf europäischer Ebene gibt es ein solches System, wie wir es eigentlich auch für Deutschland haben wollen, den europäischen Zertifikathandel. Und der hat den CO2-Ausstoß in den Branchen, wo angewendet wird, in den letzten Jahren um etwa ein Drittel gesenkt. Und damit hat er viel mehr erreicht, als man sich ursprünglich dabei erhofft hatte. Und ein solches System würden wir uns auch für Deutschland wünschen, weil das dem Klima wirklich was bringt und nicht so ein Kompromiss wie aus dem Vermittlungsausschuss, der einfach nur teuer ist, aber dem Klima nichts bringt.